Also ich habe immer sehr gezielt bei meinen Einkäufen im Supermarkt oder auch in der Drogerie geschaut, ob es doch denn noch genug Klopapier gibt. Da scheint es noch keinen Mangel hierzu zu geben. Die Regale waren noch voll. Was es allerdings nicht mehr gab, war so Desinfektionsmittel, also Gel antibakteriell. Und auf die Frage hin, ob es auch noch so Mundschutzmasken gibt, da wurde ich sehr, sehr entsetzt angeguckt. Also das gibt es hier schon lange nicht mehr. Wir haben auch keine abbekommen, keine Mundschutzmasken. Da heißt es jetzt kreativ sein. Und ansonsten habe ich bemerkt, dass so Grundnahrungsmittel, insbesondere Eier, zwar noch da sind, aber halt im Preis gestiegen sind. Und der Mexikaner isst sehr viel und sehr gern Ei. Also das wird auf lange Sicht dann doch auch seine Wirkung zeigen. Und ich habe auch festgestellt, dass bestimmte Biersorten ausgehen. Und auch hier ist Bier neben Tequila ein wichtiges Genussmittel. Also da müssen wir mal schauen, inwieweit da ein Engpass entsteht und ob es sich noch lohnt, gut Bier einzukaufen.